Moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und auch der Hund ist heute dabei. Aber ihr seht, es ist ziemlich grau, es ist die graue Jahreszeit und das ist nicht wirklich die beste Zeit, um ein Balkonkraftwerk vorzustellen. Aber dieses System hier von Sunshare, das fand ich doch so faszinierend, dass ich mir dachte, ja, das muss ich euch mal zeigen. Denn im Gegensatz zu den normalen Balkonkraftwerken, die mit 800 Watt und zwei riesen Panels daherkommen, ist das hier doch ziemlich minimalistisch und kompakt. Also schaut euch das mal an hier. In diesen vier Kisten, da sind Panels drin. Ja, und das ist so ein Wechselrichter und so sieht das Ganze übrigens zusammengebaut aus. Also ein ziemliches einfaches Klicksteck-System, wo man ganz bisschen nur schrauben muss. Das meiste ist wirklich Plug and Play. Das kann von einer Person alleine auf dem Balkon installiert werden. Ja, und das fand ich doch ziemlich spannend. Und ihr wisst ja, nach der Saison ist vor der Saison. Deswegen ist es ja vielleicht jetzt an der Zeit, dass ihr bei euch auf eurem Balkon so ein kleines System mal installiert. Ja, und welche Vorteile dieses System hat und was das so einzigartig macht, das zeige ich euch in diesem Video. Wird also mega spannend, deswegen unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, ihr kennt es ja. Normalerweise sind Balkonkraftwerke doch ziemlich sperrig. Das sind ja meistens so zwei Module, wenn ihr 800 Watt habt und die haben ja fast zwei Quadratmeter, haben so 440, 430. Es gibt auch schon welche mit 500 Watt, die sind noch größer. Und das Problem ist, diese Module auf einen kleinen Balkon zu stellen bzw. ranzuhängen, ist immer so ein bisschen problematisch, vor allem weil sie auch sauschwer sind, also 20, 25 Kilo pro Modul. Ja, das ist gar nicht so selten. Und hier dieses Konzept von Sunshare, das ist halt komplett anders. Das verfolgt eben einen minimalistischen Ansatz. Und Sunshare, ja, Sunshare ist so ein Ökosystempartner von Sungrow, kennt ihr vielleicht, großer weltweiter Anbieter, unter anderem auch von Wechselrichtern. Und die arbeiten hier zusammen und die haben hier mit diesem Balkonkraftwerk ein ganz neues Konzept auf den Markt gebracht, nämlich eben klein und flexibel und total einfach zu installieren, nämlich für eine Person. Ja, und jeder, der schon mal alleine versucht hat, ein Balkonkraftwerk aufzubauen, weiß, wovon ich rede. Es ist quasi nahezu unmöglich. Aber hier mit diesem System, da geht es. Und schaut euch mal hier diese Kästen an. Das sind die Panels. Alleine schon die Größe. Ich meine, die wiegen auch nur 7,5 Kilo. Und haben eine Größe von 1,23 m x 76 cm. Ne? Und dann stellt sich immer auch die Transportfrage, ne? Womit transportiere ich denn so ein riesen Balkonkraftwerk? Normalerweise passt sowas ja nicht in Pkw, da brauchst du einen Anhänger oder einen Dachgepäckträger. Und hier ja einfach in Pkw-Kofferraum schmeißen und damit ist die Sache erledigt. Also wirklich easy. Und jetzt packen wir mal hier so ein Solarpanel aus und gucken uns das mal an. Und dann sehen wir mal, wie wir hier dieses Gestänge aufgebaut kriegen. Das ist nämlich total einfach. Das ist eine Art Klicksteck-System mit ein paar Schrauben zwar, aber wirklich für eine Person innerhalb kürzester Zeit aufzubauen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, 7,5 Kilo, das kann ich hier mit einer Hand locker heben. Und das ist natürlich was ganz anderes. Ne? Die haben übrigens 200 Watt und davon gibt es eben vier davon. Und das macht zusammen dann auch die 800. Und zusammen mit diesem ziemlich genialen Stecksystem für die Halterung, da ist es total einfach zu installieren und das bauen wir jetzt mal auf. Was ist noch dabei? Nur ein Wechselrichter von Sunshare. Der ist massives Metall, IP67 geprüft, das heißt, der kann auch draußen hängen, Regen- und Spritzwasser geschützt. Und da gibt es noch Kabel dazu, Netzkabel, Anschlusskabel, das brauchen wir aber erst später. Und dann haben wir hier das Schienensystem. So, davon haben wir noch einen zweiten Karton und hier sind halt so Schienen dabei, die sind zu 95% schon vormontiert. Könnt ihr hier sehen, ne? Das ist alles drin. Und man muss es nur noch mit ein paar Streben verbinden. Das ist jetzt zum Beispiel eine einzelne Schiene. Das hier wäre die zweite. Und ihr seht da, das ist alles schon soweit vormontiert. Auch hier diese Winkel zum Verstellen des Neigungswinkels. Ne? Und dann kommen darauf später die Solarpanels. Und jetzt bauen wir mal eins exemplarisch auf, damit ihr seht, wie schnell das geht. So, das ist alles, was ihr für eine Halterung für ein Panel braucht. Das sind einmal die zwei Hauptstreben, ne, links und rechts. Und dann haben wir hier so drei Querprofile und ein Rohr. Das braucht man nachher, um den Winkel verstellen zu können.
Und jetzt braucht man entweder einen Akkuschrauber oder einen Schraubendreher. Gibt es natürlich noch jede Menge Schraubenmaterial dazu. Und jetzt werden wir das mal hier montieren. So, kommt zuerst diese Strebe hier ans Ende. So, also Leute, ganz ehrlich, diese beiden Schrauben hier reinzudrehen, das war wirklich das Frickeligste, was hier zu tun ist. Der Rest ist wirklich super easy. Das nächste, was zu tun ist, ist nämlich dieses Profil hier einzubauen. Und das wird nicht geschraubt, das wird einfach nur geklickt. Zack. Zack. So, und last but not least kommt das hier. Das ist für die Verstellung von diesem Herrn hier. Dazu haben wir hier schon die Schrauben und die sind schon vormontiert. Eins. So. Damit hätten wir das im Prinzip schon fertig. Jetzt muss die Stange hier rein. So. Ja, die wird dann hier fixiert. Dann kann man das rauf und runter schieben und dann in den Winkel einstellen von den Panels. Jetzt kommt das hier durch. So. Und ihr seht, damit kann man dann später hier dieses hier rauf und runter schieben. Und was das für einen Effekt hat, das schauen wir uns jetzt an, denn jetzt kommt hier das Panel drauf. So, hier kommen dann wieder diese Hülsen durch. So, und hier kann man das jetzt kippen. Und hier kommt jetzt die Gegenbefestigung dran. So Leute, und damit wäre die Halterung fertig montiert. Und kann theoretisch auf dem Balkon. Aber eins fehlt noch. Nämlich die Winkel hier. So, das kann man jetzt noch festziehen. Und wie funktioniert das jetzt mit dieser Verstellung? Ganz einfach, ihr könnt hier durch Drücken oder Ziehen den Neigungswinkel der Panels verstellen. Und dann wird das hier unten dann fixiert mit so einem Stift. So, Panels sind montiert, wir sind fertig. Jetzt wird es langsam Zeit, das Ganze auf dem Balkon zu montieren. Aber bevor wir das machen, kleiner Tipp und Hinweis für euch. Dieses Balkonkraftwerk, was wir gerade aufbauen, das könnt ihr gewinnen. Das verlose ich nämlich am Ende dieses Videos. Und zwar unter allen Leuten, die unter diesem Video kommentieren und dann reinschreiben, Verlosung, ja oder Verlosung. Die können daran teilnehmen und am Ende nach 2 Wochen oder 3 Wochen, je nachdem wie viele Kommentare eingegangen sind, werde ich dieses Balkonkraftwerk verlosen und dann euch kontaktieren über den Kommentar. Also bitte achtet mal drauf, wenn ihr von mir dann eine Antwort bekommt mit ihr seid der Gewinner oder die Gewinnerin, dann müsst ihr euch bei mir melden, dann kann ich euch die Adresse geben und dann könnt ihr das Teil hier abholen. Ja, das ist doch bestimmt eine tolle Sache. Also für alle, die mal eben kurz für lau ein Balkonkraftwerk haben wollen, dranbleiben und danach fleißig kommentieren. So, 2 hängen schon, jetzt kommt das dritte. Einfach einhängen, ausrichten. Ja, und dann noch festschrauben hier und das war's. Und jetzt kommt die Verkabelung. Also ihr seht, mein Balkon ist nicht breit genug, um dort alle 4 Panels aufzuhängen, sodass es eben nur 3 sind, macht zusammen 600 Watt. Das ist aber ja nicht schlimm, weil die Anlage soll sowieso nicht dort hängen bleiben. Es dient nur zur Veranschaulichung für dieses Video und am Ende wird das Balkonkraftwerk ja sowieso für euch verlost. Aber was ihr jetzt auf jeden Fall schon mal gesehen habt, ist, dass man so ein Balkonkraftwerk wirklich ganz alleine als Einzelperson relativ problemlos aufbauen kann. Und ich muss echt sagen, diese schwarzen Panels mit den parallelen Leiterbahnen sehen echt gut aus, mal abgesehen von den Fettflecken auf dem ganz rechten Panel. Die habe ich leider selber verursacht, weil ich beim Installieren keine Handschuhe getragen habe. Also merke, beim Aufbauen lieber Handschuhe anziehen.
So, jetzt kommen wir aber endgültig zur Verkabelung und da gibt es eine weitere Besonderheit bei dem Sunshare-Balkonkraftwerk. Es gibt nämlich keine handelsüblichen MC4-Stecker, sondern das Ganze ist in Form von einer Busstruktur aufgebaut. Das Ganze wird sozusagen parallel geschaltet. Diese Stecker werden auch einfach zusammengeklickt. Der letzte hat dann so einen Blindstopfen und die erste Leitung, also ganz rechts, kommt dann an den Wechselrichter und vom Wechselrichter gibt es dann einen ähnlichen Stecker, der dann in die Steckdose kommt. Es gibt auch dafür ein extra spezielles Werkzeug, um die wieder auseinander zu bekommen. Aber durch diese Parallelschaltung habt ihr halt auch den Vorteil, dass dieser Verschattungseffekt bei den einzelnen Modulen nicht wirklich schlimm zum Tragen kommt, sollte denn da mal wirklich Schatten drauf fallen. Aber natürlich ist das auch der größte Nachteil bei diesem System, weil man eben dann nicht einfach den Wechselrichter gegen ein Standardgerät austauschen kann oder eben diese Module woanders anbauen kann. Man ist dann halt auf das Sunshare-System festgelegt. So, jetzt gucken wir uns noch mal kurz die App an. Die heißt übrigens iShare Cloud. Müsst ihr euch im App Store runterladen, entweder iOS oder den Google Play Store. Da müsst ihr euch registrieren, dann das Gerät einmal scannen, also den Wechselrichter. Da ist ein kleiner QR-Code drauf und das ist schon das kleine Problem, weil der QR-Code ist so winzig, dass die Kamera zum Scannen den gar nicht erkennt. Das heißt, ich habe da ein Foto gemacht, das Foto vergrößert und dann konnte ich den QR-Code scannen. Ja, kleines Problemchen, aber war ja lösbar. Ja, und danach könnt ihr quasi den Netzstecker nochmal einstecken und dann produziert das Gerät Strom. Und in der App, die ist sehr rudimentär, da seht ihr im Prinzip die momentane Leistung, die erzeugt wird und habt eine kleine Statistik, täglich, monatlich oder eben jährlich. Ja, und das war's dann eigentlich. Ihr könnt noch einstellen, wie hoch euer Stromtarif ist, damit die App dann ausrechnet, was ihr so spart. Da gibt es auch noch ein kleines Problem, nämlich die Anzeige, die ist mit Punkt getrennt, also 0,33 Cent zum Beispiel, also 0,33 Euro, das wären also 33 Cent. Das Problem ist hier beim iPhone, dass ich bei der Eingabe in dieses Feld nur ein Zahlenfeld habe, wo kein Punkt, sondern nur ein Komma auszuwählen ist. Und das Komma akzeptiert dieses Feld nicht. Also ist es ja für mich mit dem iPhone so auch nicht wirklich benutzbar, um meine Ersparnis auszurechnen. Aber gut, da gibt es mit Sicherheit bald hoffentlich ein paar Verbesserungen. Denn ich hatte Kontakt mit dem Produktmanager von Sunshare und sehr netter Typ übrigens, natürlich ist es ein Chinese und er meinte also, er ist auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare zu dem Produkt und er wird sich alles durchlesen, was ihr schreibt, auch Kritikpunkte oder Anregungen, weil Sunshare ist darauf bedacht, möglichst hier auch Gas zu geben, was so Balkonkraftwerke angeht, was regenerative Energien angeht und möglicherweise wird es demnächst auch noch sowas wie Speicherlösungen geben für Balkonkraftwerke und eure Vorschläge werden auf jeden Fall gelesen, ernst genommen und da, wo sinnvoll, auch umgesetzt. Ja, das klingt doch schon mal ganz positiv. Mal sehen, was davon wirklich kommt. Ja, das war mein ganz kurzes Video hier zu dem Sunshare Balkonkraftwerk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Nicht vergessen zu kommentieren, dann könnt ihr das Balkonkraftwerk nämlich gewinnen. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Dann macht's gut. Bis dahin. Ciao.